schön. Das ist ey, hat nicht mehr Bock. Ja, danke übrigens fürs Wecken neulich, ne? Ja, ich muss ein bisschen draußen pennen, weil gerade so wegen Schwarzfahren und so, weißt du. Jetzt habe ich aber Monatskarte und das zum Glück abgewendet. Mache jetzt demnächst Strafarbeit und hab's endlich mal zum Arzt geschafft jetzt. Naja, könnte aufwärts gehen, sagen wir mal so. Wann kommst du denn? Ja, ne? Ich muss erstmal ein bisschen Strafarbeit ist, weil dann kommst du drauf bei dir. Aber ich beantragen und Job darf da nicht schon kommen. Also, und vielleicht ein von Arbeit, da was von zu haben, ist ja zu viel gesagt. Du musst was davon haben, wenn du herkommst. Und ich meine jetzt nicht hier Geld oder sowas, sondern einfach nur mit dem Kopf woanders zu sein, beschäftigt zu sein. Ja, wie gesagt, ich muss halt erstmal abarbeiten und gerade alles die Anträge, was ich bitte. Und es geht Dinge, die dann natürlich sind im Sozialverein und was in 2-3 Monaten. Also gleichzeitig noch im betreuten Wohnen mit Sozialarbeitern und. Also bis denn und vor Gericht. Und für einen persönlich zählt es dann wie eine Therapie aus mir zählt. Also Hauptsache es bewirkt hat. Ne? Das ist auch das Wichtige. Dass ich dann auch nicht nur für Videos habe, sondern muss natürlich machen. Das heißt, du musst ja noch ein bisschen älter werden als jetzt. Du musst Thank you.
selbst gelesen. Okay.
Guten Tag. Hello. Yes, you want? I wanted to extend for a couple days. Then I leave it here. Okay. So, how long? How long was paid? I paid for 3 days. So I paid for Tuesday, Wednesday, Thursday. So today's Friday. I want to do Friday, Saturday. Tomorrow we bring it back, yeah? Oh, no, Sunday. I bring it back Sunday. So Sunday? So. Are you sure you're going to bring it back Sunday? You're going to be partying. Well, I have to bring it back sometime on Sunday. We're leaving Monday. So you want to bring it back Saturday? No, I just think that Sunday we're going to party. So I'm like, I'm not sure yet. Okay, so you should bring it back Saturday? No, I'm asking you. Saturday, yeah? Saturday, so yeah. It's 28 in total. 28. Oh, I gave you one of those three. I know. Yeah. There's 20. All right. Thank you. Okay, thanks. The name on the contract? Sean McNamara. McNamara. Okay, yeah. Yes, I know. Okay, cool. Bye bye. Ja, hallo. Ja, hallo. Ich suche den Herrn von Romeo. Was für ein Ding? Ich suche jemanden, der einen kleinen Hund hat. Er arbeitet hier. Nein. Gib dein. Wo? Romeo heißt der Hund. Ja, Romeo heißt das. Andere Seite. Na, andere Seite weiß ich nicht. Die Straße runter. Gleiche Seite, die Straße runter. Ja, 200 Meter. Bitte. Ich glaube, geht das was hier. Nein. Das ist nicht hier. Das ist Haus Nummer 30, glaube ich. Prima, Problema. Wunderbar. Hey, oh. Guten Tag. Ein Haffi. Ja, der Mantel ist für den Arsch. So, man ist auch vom verschlafenen Seite drauf. Machst du Reparatur? Ja, Reparatur. Kann man vergessen. Hm? Kann man vergessen. Naja. Ja, warum? Das ist eigentlich ein gutes Rad. Das ist kein gutes Rad. Die Gabel ist nicht mehr original, aber der Rahmen, der ist... Was soll daran gut sein? Das ist schon mal Farbe, Alter. Naja, also der Rahmen ist schön. Rahmen, Lenker, original, wunderbar. Haffi. USA. Made in USA. 18 Gänge. Naja, okay. Ein sehr teures Rad war das damals nicht, aber das ist mittlerweile sehr selten geworden. Ein Fahrrad. Hast du den nicht Schrott aufgeschmissen? Jo, machen wir. Ich habe aber gestern meinen ganzen Schrott verschenkt. Warum? Also nicht Schrott, sondern ich habe 15 Fahrräder verschenkt. Warum? Keine Ahnung, ich brauchte sie nicht. Nein, weil ich keine Zeit habe, die zu reparieren. So Bastlerräder. Alles sowas in dem Zustand. Ja, aber. Besser als im Zustand. War vermutlich einige sogar besser als im Zustand. Ja, hey. Ja, bescheiden. Bescheiden? Ist das ein GoPro? Hat man das so? Genghis Khan ist hier. Nimmt es gerade auf? Ja. Scheiße. Ja. Du kannst alle live verfolgen im Fahrradsalon. Hier. YouTube Fahrradsalon gibt es einfach ein. Musst du abonnieren. Alles gut. Das läuft dir jetzt nicht live, oder wie? Na klar.
Jetzt im Ernst? Livestream. Ja, so ist es. Haben die mich jetzt alle gesehen, oder? Alle deine Freunde. Zwei, drei Leute bestimmt. Ja, genau, so sieht's aus. Wenn überhaupt, nicht einer guckt sich den Scheiß an. Aber... es läuft. Aber es läuft live. Ist ja auch real. Wie auch immer, darum geht's ja auch gar nicht. Es geht ja hier um die ganze Drogenproblematik hier. Haben wir ja reichlich. Bist du auch Teil der Drogenproblematik? Zeig mal. Das ist hier. Warte, so. Ich seh dich. Hey, du siehst mich nicht. Vielleicht gucken wir das jetzt an. Jetzt kam wahrscheinlich wieder. Müssen wir erst abends, da sind so ein paar Leute da. So. Ich weiß nicht, sind die Leute, die haben da noch mal hin. Das ist für jemanden, der sein Rad hier abgibt, das ist vielleicht interessant. Das ist sich an, wie es so drin ist. Ja, das ist ja angucken. Hier, hängt das? Hier? Steht hier? Kannst du woher von hier gucken? Und dann kannst du zeigen, wie toll du das machst. Kannst du den Leuten Finger zeigen? Was ist das hier? Nachgeladen. Warum willst du es am Fahrrad dran machen? Das habe ich nur angehangen. Mann! Ich wusste wohin, ich weiß nicht, wohin das ist. Voll aufgeräumt, nur aufgeräumt. Geht jetzt auch die darum? Nee. Ich hab da nur die Kundenräder, die fertig sind, drin stehen immer. Das glaube ich nur für heute. Das muss man vorher sehen müssen, mit Sachen, das ist schlimm. Mit alle gesehen. Ja. Hallo.
Gott. Genghis, Genghis, also weißt du, nein. Musst du mir sagen. Das heißt, lohnt es sich so bei Dings zu verkaufen? Wo? eBay Staubsauger. Bei eBay einen Staubsauger? Ja. Wie kommst du denn da auf? Ja, keine Ahnung, zwei Leute haben mich schon angeschrieben. Kannst du überhaupt tippen? Also bei eBay oder eBay Kleinanzeigen? eBay Kleinanzeigen. Ja, wollte gerade sagen. Das ist ja kein eBay. Kannst du überhaupt tippen? Ja. Kijiji. Ja, eBay Kleinanzeigen. Muss ich überlegen. Staubsauger. Chill mal kurz. Chill mal kurz. Alet 2000. Schreib mal Alet 2000. ARLETT 2000. So. Da. Da. Sagst du dazu? Sieht hübsch aus, ne? Das sind für Scheiß. Fotos, Mann! Das sind hübsche Fotos, was willst du, Junge? Das ist ein Baustopp, so ein Junge, weiß ich, Junge. Bringt das was? Hast du nicht mal sauber gemacht? Muss man nicht sauber machen, ist ja auch nicht mein. Sieht hübsch aus? Nee, die Fotos sind grottig. Ja, scheiß auf die Fotos, sieht hübsch aus. Was denkst du, wie viel krieg ich dafür? 30. 30 Euro? Vielleicht 30. Bringt der ja schon was? Aber was? Ja, mehr konnte ich nicht schreiben, ich hab keine Ahnung von dem Staubsauger. Ich hab den Internet nicht gefunden, Mann. Ja, schreib's einfach, wo Staubsauger. Was soll ich denn dazu schreiben? Ich weiß nicht, wie es funktioniert, ich hab keine Ahnung von dem. Das ja, sieht aus. Wenn der einer was nur bieten soll, dann kriegst du wahrscheinlich 5 Euro. Ja, ich frag ihn einfach, wie viel er bietet. Und dann dreh ich ihn ein bisschen für einen hohen Preis an, mach ich ganz so. Warum lass du? Mann. Mal so teuer wie möglich verkaufen, Mann. Ja. Oder? Ich weiß nicht. Wie, du weißt nicht? Also ich hab meinen Staubsauger, den ich hier habe, auf der Straße gefunden. Ja, das ist hier auf der Straße gefunden. Mit dem Scheiße. Was soll das jetzt für ein Scheiße? Verkaufst du hier Armbänder oder was? Aus Farbe. Mann, Alter, irgendwelche Leute sehen. Ich hab meinen eigenen YouTube-Kanal nicht mal mein Gesicht gezeigt. Ich zeig bei anderen YouTube-Kanälen mein Gesicht. Was hast du denn für einen YouTube-Kanal? Zocken, Mann. Zocken. Was zocken? Socken? Sockenkanal. Alter Sockenkanal. Hast du YouTube-Videos hochgeladen eigentlich? YouTube-Videos? Oder machst du nur Livestreams? Ich hab auch reichlich Videos von mir. 700 Videos, Alter. Ey, das sind ja Leute. Der ist verarscht, Mann. Ey, Thorsten, putzt das die Juno? Steht das nicht. Ja, alle haben dich gesehen. Ey, der schreibt, alle haben dich gesehen. Nur Arschgesicht. Du hast es für dich auch ein Essen ist fertig, komm. Wer ist das? Essen ist fertig, komm. Du hast kommen. Essen ist fertig, komm. Essen. Langsam komm, der schön. Ah, du schreibst es. Darf ich auch was stellen? Ich schreib doch. Jungi? Oh, ich konnte nicht schreiben wie Junkies. Wie viele Abonnenten hast du? Boah, so viele Aufrufe.
ruckelt. Wie gehen wir? Dann machen wir direkt aus. Keine Ahnung, bei mir ist alles ganz natürlich gewachsen. Also das sieht schön aus. Wirklich nur an Leute, die es auch wirklich interessiert, Räder zu reparieren, fertig aus. Dem Fissen, Scheiße. Zeigst du auch so Tutorials, wo du was machst? Selten. Also muss man schon live dabei sehen die ganze Zeit. Ja, manchmal habe ich gucken. Guckst du ja an, Fahrradsammlung, muss ja nur einnehmen. Du kannst dich ja durchklicken und da Tommy repariert oder so. Manche Sachen habe ich geschnitten, ja, ganz wenig, aber nur, weil ich unheimlich viel Zeit in Anspruch. Ja, Mann. Sowas ist ja simpel, wenn du was so einfach nur... Weißt du, ich meine, sowas ist simpel, so Livestream war im Grunde genommen, oder... Ja, dann, weißt du, wie lange ich manchmal... Das Ding ist, ich hatte keine Ahnung von Anfang an. Ich gucke mir den Scheiß an und sage, oh shit, wie schwer ist denn das jetzt? Das Ding ist, ich spiele doch auf dem PS4. Ja, aber ich meine jetzt das mitzuschneiden. Es ja, ist, das ist ja relativ simpel. Zähl doch mal, was nicht so schön. Wenn man jetzt ein Programm hat, so wie jetzt den Livestream, mache ich ja auch nur an und so, ist alles gut. Das läuft ja von alleine. Wenigstens das läuft, ja. Da sieht man dich auch! Da sieht man mich auch. Nein, sieht man mich nicht. Doch, das ist ja Weitwinkel. Jetzt nicht mehr, oder? Jetzt nicht mehr. Okay, so. Den Jengis, der steht da an der Ecke. Man versteckt sich. Mann, ich kann mich die ganze Zeit sehen. Oh mein Gott, ich kann dich auch sehen die ganze Zeit. Ja, ich hier schon beobachte, ich guck einmal lieber da an. So. Ja. So ein Schwachsinn. Fakt ist, wenn du aber so ein Video hast und es ist 2 Stunden lang, sagen wir mal 2 Stunden, 2 Stunden ist es lang und du willst es auf 5 Minuten runterschneiden, ja, dann bist du irre. Ja, dann bist du wirklich irre. Ein Untapp-Mail zu machen, weißt du, wer nicht dafür gebraucht haben? Was für die? So weißt du, diese Vorderung-Bild. Was für die? Bevor man auf das Video draufklickt, ja? Sieht man nur so immer kleine Bilder. Ach so, ja, ja. Ein ja. Schönes davon zu machen, Alter.
Hat mich locker eine Stunde ich saß da dran. Das kommt dann dorthin, das kommt dann dorthin. Farbe ändern, zu schnell, die Schrift ändern. Scheiße. Mach ich ja gar nicht. Mach ich ja überhaupt nicht. Warum? Ja, na, weil nicht eben so. Ich finde das furchtbar, diese Bilder, die teilweise drin sind. Ja, mit so ja, hier. Sie übertrieben macht so. Bam, bam, irgendwelche Sprüche, irgendwelche Karikaturen schon drin oder so. Finde ich furchtbar. Nee, bei mir ist einfach das, was der mir vorschlägt von so einem Video. Ja, ist ja drei Bilder, das ist manchmal so scheiße. Das ist ja manchmal völlig lahm und völlig lasch und bei mir sind es ja auch immer die gleichen Bilder. Das ist ja immer so von vorne. Sammeln, spielen. Ich hab so eine Yu-Gi-Oh! Sticker. Der nimmt alles, der nimmt alles. Sticker, Alter. Nein, ich hab so eine Medaillen. Ja, pass auf, jetzt war der teure. Ein ganzes Album habe ich. Yu-Gi-Oh! Ja, ein Yu-Gi-Oh! Mit Medaillen. Oh, jetzt wird er hier, wir haben es live drauf. Ja, ein ganzes Album voll. Papa, darf ich reingehen? Ist aber so. Trotzdem. Ist wahrscheinlich Magic. Yu-Gi-Oh! Das sind so eine Münzen, so eine große. Davon bestimmt 150 Stück. Papa, darf ich reingehen? Statt 300 Euro möchtest du für. Weißt du, was Yu-Gi-Oh! Ist? Ja, Yu-Gi-Oh! Ist diese komische Zeichentrick-Ding. Ich komm auf den. Ja, das Kartenspiel. Ja. Hä, davon gibt's doch keine. Ja, hast du keine Ahnung oder was jetzt? Ja, ich spiele nur das Kartenspiel und nicht Münzen. Gibt doch auch Yu-Gi-Oh! Karten. Ich habe keine Ahnung. Ja, das spiele ich ja. Ja, das meine ich ja. Und davon gibt es aber auch Yu-Gi-Oh! Münzen. Und das sind so Bitcoins. Teller als wie Bitcoins. Die sind so groß. Aber sind in so einem Sammelalbum das drin. Das ist nicht Mann. 150 Stück. Er ist der Yu-Gi-Oh!-Experte, er weiß es nicht. Also das ist Fälschung. Fälschung, ja. Weißt du was? Das ist ein Scheiß, aber vor 15 Jahren haben sie das noch nicht gefälscht. Yu-Gi-Oh! Ist ja schon alt. Ja, trotzdem, was ist denn scheiße, diese Münzen? Ja, jetzt hast du keine Ahnung. Du hast keine Ahnung von dem ganzen Ding. Du hast keine Ahnung von der Tarnung. Ah, gefaked. Hier, hast du davon Ahnung? Was ist ein Yu-Gi-Oh? Das ist ein Lutschdoller. Ach, das ist Yu-Gi-Oh? 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 Bio-Joghurt. Münzen, Alter, das ist trotzdem erstmal. Ja, es gibt's wirklich. Ich such die mal raus, dann gebe ich, kannst du kaufen. Ganz Album 200. 200, das ist ja günstig. Pro Stück bei 1,50. Das ist ja günstig. Ich hab dreimal genommen. Yu-Gi-Oh! Das sind so eine, wie nennt man die denn? Wie so eine Chetons. Ja, wie Spielchips. Wie so eine Spielchips. So groß. Mit nimmt man, glaube ich, zum Zocken. Noch nie nimmt man das zum Zocken. Ich habe das Spiel über 1000 Millionen Mal gespielt. Mann. Und du weißt noch nicht mal, wie Yu-Gi-Oh! Coins sind. Das gibt's nicht, aber im Spiel gibt's das nicht. Im Spiel gibt's das auch. Niemals. Natürlich. Du redest von einem anderen Kartenspiel. Nein. Das ist so, es gibt nur ein. Rede von einem anderen Kartenspiel. Die Isis-Karte? Die Isis-Karte.
Lass spielen gegeneinander. Dein Deck gegen mein Deck. Da kannst du deine Jetons benutzen. Der will dich nur gewinnen. Ich gewinne locker. Ja, dann messert er siebenmal. Dann messert er siebenmal, ja. Ich schiebe ihn über den Tisch. So, zack, weg mit dir. Nächste. Er hat sich nicht verändert. Es gibt keinen. Er hat sich überhaupt nicht verändert. Rose verändert. Ein bisschen wie früher. Wie lange ist der Test? 4 Jahre? Was für 4 Jahre? 4 Jahre? Ja, doch, 2013 war das. 4 Jahre. Das sind 4 Jahre. Ja, dass du hier was Praktikum machst. Nein. Dass du noch, mit Rihanna. Da hat er geschwitzt, als die Mädels dann hier die Ding ausgeliehen haben. Verkaufst du deinen Salmonellen Eis noch? Eis, ja. Das war doch dasselbe von vor 2 Jahren. Salmonellen Eis. Ja, ist noch im Kühlschrank, das liegt noch da. Salmonella. Geschmacksrichtung Salmonella. Salmonella. For the brain. Sehr geil. Nee, der hat dich keiner angehalten bisher mit dem Eis. Auch wenn auch so ein Mann. Ja, der Magenschmerzen, kommen hinterher. Scheiße, schnell hinterher. Was soll er machen? Und er so, haha, bis morgen. Lacht, sie spielt, lacht ja, das Geld so, ne? Treibt so, yeah. Oh Mann, ey. Ja, so, ey, du holst dein Deck. Er holt sein Deck. Er hat irgendwelche Jetons aus dem Decken wir uns weg. Ja, ich Spielbank Berlin. Ich spiele das nicht. Ja, das sind so wie kannst du mit zur Spielbank Berlin, kannst du Yo-Yo-Chips spielen. Das kann nicht, sonst gibt es nicht. Ich hab es doch, Mensch. Sag mal. Ist doch offiziell. Aber man kann damit dann nicht spielen oder es bringt nichts beim Spiel oder so. Das waren Pokémon-Chips. Ja, das kann sein, Mann. Das kann ich ja nie. Oder waren das Pokémon? Ich höre gerade zum ersten Mal davon, Mann. Yo-Yo-Chips! Scheißegal, das war alles das Pokémon. Nein, ist es nicht. Das ist alles derselbe Kram. Guck mal, Yu-Gi-Oh! Ist ein Kartenspiel. Das ganze Manga-Machi, das ist alles. Hör mal zu. Yu-Gi-Oh! Ist für Leute, die sich kein Magic leisten können. Yu-Gi-Oh! Ist ein überteuertes Kartenspiel. Magic Cards. Wenn du zu Hardemann bist und kein Geld hast, dann kaufst du Yu-Gi-Oh!-Karten anstatt Magic-Karten. Ich hab 3 Decks Magic-Karten noch. Magic? Ja. Ich kann das Spiel nicht spielen, ist mir zu teuer. Ja, aber ich habe 3 Decks. Sogar mit seltenen Karten. Da sind Karten dabei, die kosten ja hunderte von Euro. Siehst du, deswegen spiele ich den Scheiß nicht, Mann. Das ist ja irre. Diese, ja, aber du kannst ja kaufen von ihm. Er spielt das ja auch nicht. Diese Superkarten da, die kosten ja, wenn die original sind, die fälschen sie ja extra sogar. Bei YouTube ist es jetzt nicht so extrem. Und weil so manche Karten ganz, ganz rar sind. Aber du kannst ja auf jeden Fall den ganzen Shop bei mir kaufen. Bin überteuert, Alter. Magic. Wenn die Überkarten. Yu-Gi-Oh! Magic Mushrooms. Dann nimm doch die Magic-Karten. Dann kannst du mal. Sind zu teuer. Na, von ihm. Dann sind die auch nicht teuer. Das ist günstig, kannst du günstig kaufen. Und Magic ist ein Kartenspiel. Erstmal, ich weiß nicht, wie es funktioniert, weil es halt teuer ist, wie gesagt. Wenn die alle Mixer sind, Mann. Wieso denn? Hast du doch. Musst du doch. Versteh ich alles. Weiß nicht, wie es funktioniert. Ey, ist 1 Euro. Ja, lass den doch liegen, Herrgott! Was ist denn das Neuro? Ja, und du? Magic-Karten. Bin ich rich oder was? Was machst du mit deinen Pokémon-Chips? Pokémon-Chips. Ballerst ihn weg mit seinen Yu-Gi-Oh!-Karten. Ja, Yu-Gi-Oh! Gegen Pokémon. Ja, mach doch mal eine Regel. Macht er sich doch kaputt. Hier, zieh die Maske hoch. Und dann, ja, genau, mit Hütchen. Und zum Schluss? Und zum Schluss? Moment. Holt er noch sein Magic-Deck raus. Alter Schwede, da ballert er nicht weg. Scheiße. 7-mal gemessert. 7-mal gemessert. Ja, damit ziehen wir noch. Jenkins Heaven. Jenkins Heaven. Das ist ein Teilweise. Also Jenkins Heaven und Jenkins Seven, you know? Was machst du? Ich pack ihn bam, der nächste. Bam, bam, bam. Da war's wieder bam. Bam. Zack, du bam. Zack, bam. Deinen, mit deinen Brüdern zockst du noch? Was? Ja, oder zockst du nicht alleine? Ich zock nicht, ne? So, Counter-Strike, nee, du. Was zock ich noch? Na hier, Fußballauto, auch Matchbox-Fußball. Weißt du, lange ich das zocke? Einmal pro Monat, zweimal pro Monat. Zocke ich nicht. Wie heißt das Ding? Matchbox-Fußball? Yu-Gi-Oh! Zocke ich. Ist doch nicht online, oder? Online. Online zocke ich irgendwie gar nicht. Und hast du was gemacht? Hast du die Schule abgebrochen oder was? Nee, ich studiere bald. Und Ausbildung auch nicht. Du studierst bald. Na, was denn? Da ist er selber noch nicht. Untergrund. Nee, ich hab mich für 5 Sachen beworben, aber mal sehen, was ich eigentlich. Wie willst du denn nicht? Das ist ja ein Ding. Wie willst du dich denn da, wie willst du denn studieren? Mit was denn? Ja, mit seinem Kopf. Mit Yu-Gi-Oh! Das ist ja Yu-Gi-Oh! Studium. Magic Deck. Yu-Gi-Oh! Studium. Das macht er schon.
Ja, das macht er schon. Aber das war damals hoch, das macht er schon. 4 Jahre sind dumm. Ja, aber er hat ja aus hier gelernt. Er hat ja hier sein Dings beendet, hier sein. Fachabi. Hat er ja eine Tasche. Ach, das hat er gemacht. Hast du gemacht, oder? Jetzt muss ich gucken, was ich studiere. Ja, ja. Wurde der schon angenommen, aber ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Wo wurdest du denn angenommen? Ja, hast gesagt, du keine gesagt? Ingenieurinformatik. Ach so, ja, ich klingt aber nicht so gut wie angewandte Informatik. Ja, bei der angewandten Informatik, du, wie du mir gesagt hast, du brauchst keine Schulnoten. Nein, ich wurde ja schon bei dem anderen. Ja, genau, da braucht man keine Schulnoten, aber das ist so überfüllt erstmal und dann werden 150, also die Hälfte ungefähr rausgeschmissen. Ja, und Ingenieursinformatik, Informatik-Ingenieur, was ist da? Da muss die Unzeit. Nein, ich wurde schon angenommen, also ich kann mich schon jetzt sagen, ja, ich will da machen. Also ich würde, ja, wenn ich da jetzt zustimme, kann ich jetzt nicht mehr bei dem anderen zustimmen. Ja. Jetzt, ich warte jetzt, bis ich bei dem anderen angenommen werde, oder halt, oh nein. So, das war eigentlich die zweite Lösung, weißt du. Was programmiert man denn da? Ingenieurs, Carsten-Ingenieurs. Bei der Informatik gibt's, da lernst, bist du mit das ist ja fast ein mathematisches Studium. Das ist gut. Also das ist ja aber das bedeutet, ich hasse das Englisch, wenn es da zu viel Englisch gibt, dann... Ja, das ist ja heutzutage, bleibt das ja wahrscheinlich nicht aus. Das wird ja wahrscheinlich nur in Englisch sein. Ja, es ist ja viel Englisch, aber wenn es jetzt zu schwer wird, was mit dem Englisch dann... Aber das sehe ich bei dir nicht. Bleib mal bei dem Yu-Gi-Oh! Ist besser. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Pro! Ja, das ist... Warum machst du da keine Maus? Das ist ein bockelartiges Studium. Ich komm nachher nochmal, ich muss noch schnell was machen. Der Anouk war zufrieden. Ja. Freut. Hat alle ihre Stempel, sogar den 8., obwohl den kein Schwein hatte. Wie? Hat sie ihr Deck komplett? Hä? Hat sie ihr Deck komplett? Das Deck komplett, die anderen haben alle nur 7, weil der 8. war abgerissen. Da war so ein Typ dann an dem Sea Life in dem großen Aquarium, der hat die Leute abgestempelt, die ein zweites Mal gefahren sind. Dann haben wir den uns gecasht und haben gesagt, hier den 8. Stempel machst du jetzt drauf. Ja. Statt diese Stempelkissen, die überall standen. Ja. Weil der abgerissen war. Und die Kinder waren kaputt, weil die haben dann bei Nummer 1 mit Nummer 8, mit dem 8. Quatsch, wo der 8. hinkommt, haben die mit dem 1. gestempelt. Da waren die völlig hysterisch, neben uns waren zwei so und diese, da kommt der 1. hin, das kann nicht sein. Und dann Luxo mit ihren, da waren wir bei Nummer 6, war. Oh, Sea Life. Weißt du? Ja, sind wir cool durchgecruised und ja, das war eigentlich ganz gut, weil die auch so das fokussieren, so vom Bewusstsein her wirklich auf Umwelt und Nachhaltigkeit. Finde ich gut. Einzige ist total paradox, weil du hast das ganze Merchandising ist auch alles Plastik und dieses Zeug. Ja, die wollen Para machen. Echt verrückt. Aber finde ich gut, dass sie so versuchen, so ein bisschen einen Wach zu rütteln. Und nee, fand's ja fast sie, also ich denke, das hat dir gefallen. Also fand sie gut. Wollen wir noch was essen? Aber die kostet ja schon Geld. Richtig, was hast du denn? Naja, so insgesamt, die ist schon voll nicht weit hier. Die kostet Geld, ja, klar. Wo war der denn? Na, im Zielein. Am Sea Life, ne, da wird es bestimmt noch teurer sein. Ja, und dann, ich hab aber gesagt, das ist dein Tag, kannst du machen, was du willst. Die Mutter kann. Aber bitte, die weiß auch, was sie will, wa? Also, ja. Die weiß genau, was sie will. Ja, sie will dann auch nicht alles. Also. Aber die erinnert sich auch, dann sind wir schon eine halbe Stunde weg, dann meinst du, da hinten war ein Popcorn-Automat. Hat sie nicht vergessen. Hat sie nicht vergessen. Und auch die Pistole da, hat sie, weil sie genauso mit dem Ding ist. Ja, ganz andere Wahrnehmung auf jeden Fall. Und nee, war cool, war. Kriegst du was? Oder? Nein. Das ist in Ordnung? Ja, danke, Carsten. Das war schön. Wenn es dir auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Ja, auf jeden Fall. Haben wir uns schon das nächste Ziel ausgesucht. Ach du liebe Zeit. In einem Monat. Da muss man erstmal sich reanimieren. Einmal, ich muss mich jetzt reanimieren. Ja, jede Woche kann ich mir das nicht leisten. Das geht nicht. Das
Was hat es denn gekostet? Also ich meine, Sea Life selber ist ja schon teuer, ne? Was kostet denn das für so ein Kind Eintritt? Ja, weiß ich nicht. Ich habe jetzt zusammen von uns beide habe ich 38 gezahlt. Ui. Das ist doch heftig. Was ist Sea Life? Das ist so. Sea Life am Alexanderplatz, dieses Aquarium da. Ja, okay. Da waren wir drin. Ich meine, das war ja sinnvoll. Dann wollte sie an jedem Automat, an dem man spenden konnte, drin, wollte sie eine Münze einwerfen, wa? Also halt, hat sie immer hier 20, da 50 da. Also wir waren bestimmt 15 Automaten, aber jeder musste bedient werden. Ja. Und ja, fand es halt gut, wenn das Ding so reingerollt ist, dann kennst du ja so. Ja, ja, klar, Spendenspielchen. Ja, oder eben dann diese Druckding, wo du was reinmachst, dann kriegst du deine eigene Münze. Ja, doch. Oder, ja, und dann hast du an der Seite reingeworfen, die so bang, 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 bang klingen. Ja. Das ist, musste alle bedient werden. Und, ja, und dann haben wir die Fische alle geguckt. Angst hat sie gehabt ein bisschen vor den Haien und vor den Rochen, obwohl sie die fasziniert fand. Aber hat sie ein bisschen. Was da welche drin sind, weiß ich nicht. Und die, da war so eine kleine Ecke mit so Kreis dort, den fand ich geil. Wie die alten Charaktere oder aus irgendwo nach, aus, wie heißt denn diese damalige Kontinent? Atlantis. Nee. Fliegende Rochen. Ja, oder so ähnlich. Auf jeden Fall so ein Urvieh aus dem Meer war. Quastenflosser. So ein richtig großes mit langem Hals und so einem Kopf und so Flügeln. Und das aber als Versteinerung. Ich fand das faszinierend. Habe ich so noch nicht gesehen. Obwohl ich auch schon Naturkundemuseum, T-Rex und so war. Aber sowas habe ich noch nicht gesehen. Und da hat sie Schiss ja vor den Geräuschen ein bisschen. Weil die haben natürlich diese und draußen so eine Jurassic Park Geräusche gemacht, wa? Und das fand sie nicht so toll. Und dann halt diese versteinerte Ding da, das war für sie zu Horror und ein bisschen zu monstermäßig. Aber sonst fand sie das alles gut. Die Schnappjagd war am witzigsten. Ja, klar. Die ganzen Kids alle umgeschwunden. Aber sie hat durchgezogen. Ja, ich gehe jetzt auch mal kurz hoch. Demnächst gibt es ein neues Deck. Demnächst hole ich mal das Deck raus. Hast du dein Fahrrad bei? Das Fahrrad dabei? Ja. Oh. Auweia, ey. Auweia, wei, wei. Hallo. Hallo. Hier eine Pumpe draußen stehen? Draußen zu stehen? Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Klinge mal. Mama. Ja. Papa. Raus. Und Thorsten ist glücklich mit seinem Dino. Mama. Ja. Oder ist das nicht so? Erstmal sagt er nur am Putz. Mama. Erstmal was machen, drei Sachen putzen. Das ist eine Leidenschaft, ne? Fahrräder. Papa. Oh mein Gott.
hab doch gerade gegessen. Zu viel. Ich kann doch ja nicht in Ruhe essen. Weil die alle draußen sind. Da. Wer ist das? Na, Thorsten, bitte. Na, na gut. Na schön. Ach, na ja. Danke. Alle sauber gemacht. Jo, der Tommy hat aufgeräumt ein bisschen hier. Zeigen wir mal nochmal hier drin. Cengiz war gerade da, das war ja echt lustig. Max. Ja, ein bisschen, Wolfgang, nur ein bisschen. Ein bisschen mehr Platz hier drin. Aber so ist es doch schön. Ah. 9 Euro. Ja, so sieht das aus. So kann man ein bisschen mehr atmen hier. Ist ja auch mal nicht schlecht. Ein wenig mehr Durchblick. Meine Ware ist gekommen, die muss ich auch noch verräumen. Hier heute nur Ständer. Fahrradständer. Und Sattelstützen. Und Fahrradketten. Die muss ich gut gleich verbauen. Ist doch nur ein bisschen aufgeräumt. Heute ist Action hier bei dir, ja. Heute ist Action hier. Na, muss ja auch mal sein, wa? 1, 2, 3, 4, 5. Und trotzdem macht die schön die Platz sauber, der Putz da. 8, 9. Das sind Fahrradständer. Meine Herren! Das sind gute Dinger, wa? Die sind sehr gut, ja. Richtig stabile Dinger. Bett. Den hast du mal, Wolfgang. Wolltest du ja hinbringen? Nee, den brauchst du nicht. Ich musste gleich mal durchgucken. Wieso? Ob das alles stimmt. Deswegen.
Schleswig, die sind ja nicht mal so schlecht, weil die unten so ein Jumi-Profil haben, weißt du, meine? Ja, die sind schön stabil. Ja, hier unten rutschfest, wa? Genau. Ja, ich werde nicht viel sagen, da guckt keiner, mal hier geguckt. Guck mal, das sind nämlich hier Sattelstützen. Aha. Und das sind Fahrradstämme. Das sind aber die einfacheren schon von den beiden, aber trotzdem sind die sehr stabil. Ja, ja, ich sehe gar nicht, die andere hat doch was verstehen, meine Seite, wa? Genau, ne, mit der Höhe. Genau. Mit der Höhe, das ist doch gut, ja. Was kostet denn jetzt gerade die neue? Die hier 16 Euro und die anderen, die hatte da 20 oder sogar noch mehr einzeln. Ja, gut, das ist gut. Reicht das aus, oder? Das ist jedenfalls. Ja, nix. Ich würde nicht oben weg, das Fahrrad hat doch für 16 Euro die Nummer nehmen. Die halten alle Liga, die taugen ja nicht mehr. Naja, die brechen ja weg. Ja, 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 guck mal, der hat bei mir, ja, der ist jetzt, das ist die, die gut. Die brechen leider weg. Ja, ich meine immer, wenn der einer kaputt ist bei meinen Mieträdern, ist ja für meine Mieträder, mach ich den da an. Ja, ja. Ich hab gesehen gerade, der große lange Fahrradschloss hast du an die Mountainbike rangemacht, an die BMX-Räder rangemacht. Ja, ja. Das ist doch gut. Das ist doch gut, passt gerade. Ist ja da, ja. Ja, passt gerade zu. Hat hier auch einer in der, wo war das jetzt hier, in der ganzen Milchstraße gerade zu, wa? Ja. Der hat auch so ein lang, ganz langes Stahlseil. Das ist so 5 oder 6 Meter lang. Ja. Hat sich auch ganz um die Räder rum hier festgemacht, zack, und dann, damit die Kinder klauen kann. Ja, das ist ja wichtig. Muss man ja machen. Die Leute klauen einfach viel zu viel hier. Ja. So, jetzt noch den... Ja, wisst ihr, hast du auch schon aufgeräumt, deine Räder alle weg? Ja, so ein bisschen, ne? Immer nur so ein bisschen. Ja, jeden Tag etwa, wenn du es zu tun hast, jeden Tag etwa. Wenn du es zu tun hast, immer ein bisschen mehr aufräumen, immer und ein bisschen mehr. Und der freut sich darum, dass er arm ist. Ah, der freut sich über sein Fahrrad, ne? Das sei nicht, das sei nicht. Achso, weil er sagte zu mir, er sagte, er machte so, dachte es für deine Tochter. Wenn er zugemacht hat, hat er gemeint, dass ich zu Hause bin, dass ich oben ach bin. Ach so. Ach, jetzt verstehe ich, ja, aber ich komme, ich weiß nicht, da. Ja. So, das ist sein, das ist gut. Nee, das ist, naja, das muss er mir noch bezahlen, aber ich habe es ihm erstmal ausgelegt. Er ah, wollte ja. Das haben, unbedingt. Er wollte das haben. Aber. Schip. Jetzt, ne? Zu Ende reparieren, genau. Ja, ich habe gestern angefangen. Achso, den Ehner, der hier war. Hier die Kette dran, ja, ne. 35 Euro. Reparatur. Nichts Besonderes. Nur die Kette, wa? Kette und hinten ein Zahnkranz. Ja. Zahnkranz ist schon neu gemacht, habe ich gestern schon gemacht. Jetzt muss ich nur noch die Kette rummachen. Winkel. Das ist die einzige Reparatur heute. Na, das stimmt nicht. Heute Morgen hatte ich noch den. Den hatte ich heute Morgen noch da. Das sieht richtig sauber aus, die Ecke. Das wird jetzt. Das musst du mal. Das Problem ist ja, wenn Dennis, die Zeit, wo Dennis hier war, da war er davor. Hätte ich schon aufräumen müssen eigentlich. Und dann war er auch noch eine Woche hier. Dann sah es natürlich noch schlimmer aus. Ja. Das musste mal gemacht werden. Jetzt bin ich immer noch nicht fertig. Aber. Das sieht schon besser aus. Ja. Du wirst da kommen jeden Tag, immer mal, wenn so schlechter Tag, schlecht Wetter ist. Kann man immer ein bisschen mehr machen. Ja, ja. Das ist ja schön geworden, war denn nicht jeden Nachmittag, wa? Das Wetter, das davor war Mittag, sah zu blöd aus. Ich finde das, immer gut. Ja, sind die Kinder weg, alle? Nein, die sind wieder da. Ach, weil es ruhig ist. Ich geh jetzt mit deinen Hintern, du machst mich richtig verrückt hier mit deinem Ding hier. Naja. Aber Inhalt ist nicht gut. Aber sagen wir mal, wenn Inhalt kommt, hast du immer mitmachen. Ja?
Wenn man sowas arbeitet, das ist wie ein Tagebuch. Weißt du, das ist wie ein Tagebuch. Ja, nee, das ist auch richtig. Ich finde das gar nicht schön. Nee, das ist auch richtig, das ist auch gar nicht. Du hast ja immer im Blick, wenn jemand kommt, dann siehst du das hier, siehst du da und siehst du da oben hoch. Ja, das ist klar, siehst du immer, wer da runterkommt. Das ist ja richtig. Die meisten Leute, die kommen, die sind ja da oben, die rennen einfach hier runter, aber die gucken ja, jemand kann schon wieder mal weg sein. Ja. Oder stimmt das nicht? Ja, eben. Ja, das ist schon richtig. Die Kette hochmachen. Jetzt kommt die Kette hoch von. Ja, hier 35 Euro eingehen lassen. Naja, ich habe ja Arbeit im Steck. Die Kette kostet 20 Euro. Ja, ja, und ja. Der dritte Linden kostet 5 Euro. Schon wird nicht so. Ich weiß, ich bin nicht so einfach. Ja, ja. Ich muss schon Geld verdienen ab und zu. Ach, Feuerkerl. Alte Hundelunge. Was ist los? Ich muss erst mal Wodka trinken. Ja, ich glaube, ich muss. Prost. Ja, Prost. Regenhaut. Drogen sind hier verboten.
Home shopping, Tommy. So, na gut, das war einer der wenigen Aufträge heute.
wird immer voller hier. Voller bei Leroy? Na, hier so. Ach so, da so. Wie geht's? Geht so. So, hier. Ja. Ist aber zeitversetzt. Ja, ist doch immer Livestream, ist doch immer die Webseite. So, ja, bei professionellen Broadcastings. Livestream? Ja, Livestream. Du bist jetzt im Internet übertragen? Ja, das ist doch schon bei YouTube. Scheiße. Ich repariere ein Fahrrad. Mr. WWF-Kette. Wen haben wir hier? Mr. WWF. Du bist doch ein Conti-Fan, wa? Ich bin Conti. Na, was habe ich? So kurze Schläuche. Ja, genau. Wir haben welche im Angebot. Falls du noch welche brauchst. Zu einem günstigen Preis von 1,85 Euro. Darfst du ja nicht sagen. Das ist doch mal nicht live im Netz. Ja. So. Programm. 1,85 Euro Programm. Dann. Was denn? Stimmt dafür. Jo! City Player, fertig. Bitte. Danke. Nee? Ich hab so eine ähnliche Draht. 40 sehr gut. Ich hab das, 40 ist gut. Ich hab das Modell Checkerpick Maro. Das ist das gleichwertige Modell im 8-Gang-Freilauf-Modell. Jetzt überlegst du. Ja, die Rahmengeometrie muss ja gleich sein. Das bleibt das alles gleich identisch. Oh. Das fährt hier wirklich, also ist vom Punkt, wo du sitzt, bis wo du trittst, Winkel, alles einmal frei. Also ist wirklich gut gestartet. Ich hatte ja einen Open Strahler von Stevens, das war auch geil. Ja. Dann bist du doppelt gesetzt, drin getreten, das war richtig. Das war auch noch ein teureres Modell. Und sie gibt es ja als Strahler, gibt es ja verschiedene Abschnitte. Manche Räder sind gut. Wie viele Leute gucken zu? Im Moment geht auch nicht. Das meiste mal abends essen. Wann bist du denn hier? So weit bis 23 Uhr. Echt, ja? Ja, manchmal bin ich bis 1 Uhr morgens hier. Aber auch Jubiläum ist noch nicht. Die meisten kommen am Feierabend. Da gucken wir mal hin und gucken mal, was ist ja von dem geklopften Fahrrad da wieder. Ist er noch da? Ist er noch da, genau. Kann er mir Gesellschaft leisten? Ich bin einsam. Ah ja, okay. Ja, guck dir das mal an. Das ist aber nur noch, das Angebot ist eigentlich bis heute. Ja, ist ja toll. Ja, super. Das ist halt so eine begrenzte Aktion. Das ging von Juli, wir haben es aber auch erst später angefangen. Das ging jetzt auch nur im Monat quasi. Du kommst am letzten Tag, wurde. Ja, naja, irgendjemand muss ja der Letzte sein. Überleg dir mal am Wochenende vielleicht oder so, wenn du mal eine ruhige Minute hast, guckst du das mal an und sagst, okay. Na, wenn es nur bis heute gilt, brauchst du mir am Wochenende nicht. Na doch, du kannst doch am Wochenende bestellen, deshalb sage ich es doch. Du musst das jetzt nicht heute bestellen. Du kannst doch am Wochenende sagen, okay. Und überleg mir das. Und gucke mal, was ich so brauche, was ich noch habe. Ne? Ja, ich habe ja mal nicht so viele Vorrat, wisst ihr. Machst du auch nicht mehr, oder was? Auf Vorrat habe ich gar nicht. Dass du sagst, okay, so eine Aktion, dann nehme ich mal eine Kiste mehr. Das ist gut, wo ihr die Zelt da voll hattet mit Zeug. Da habe ich natürlich, ja. Naja, gut, ist eine andere Sache gewesen. Also da kannst du natürlich mal zuschlagen. Ja, also ja. Eine ganze Schublade vollpacken mit den Artikeln. Der Prinz ist, ja. Ist ja, okay. Na ja. Sonst noch jetzt kommt alle, der ist so unser Hausmesser. Neue Artikel, neue Fahrräder. 15. bis 17. September. Reklamationen gibt es. Ah, was denn? Bei dem Rad hier, auch von euch BWF, Oslo, so Herrenrad. So mit Impact-Reifen drauf, Impact. Diese dicken Big Apple-Kopie, keine Ahnung, oder günstige Big Apple-Version. Also nur so mit der Twist. Die Abstandshalter, die immer dazwischen sind, damit das Schutzblech schön nah auf dem Reifen läuft, ist nicht sinnvoll, wenn es sofort anfängt zu schleifen. Okay, okay, sag ich. Ja, ja. Wenn man das auf Punkt, durch den Luftdruck mal nicht so wie es so vorher Punkt ist, dann schleift es halt. Echt, und du musst nur am Bienen hin und her. Das läuft zu knapp. Die muss man rausnehmen.
Und dann ist es okay. Dann ist es okay. Das ist wie gesagt, das ist eine Kleinigkeit, aber die hat sich so aufgeregt. Das ist gerade neu, kann ja nicht sein. Und die Lampen sind scheiße vom Achse. Also, welche? Sind Krampf die Dynamo-Lampen oder was? Rücklichtlampen. Achso, ja, ich weiß. Diese Axa Slim heißt das. Ja, ja, das stimmt, da haben wir öfter mal Aussteller. Und die sind nicht kaputt. Das Schlimme ist, die sind nicht kaputt. Sondern? Das ist einfach nur, ich hab's ja mal repariert, auch so ein Video drin gestellt, wie man das macht. Ist ja alles gut und schön, aber ist ja nicht der offizielle Weg. Man muss sie aufbrechen, weil die sind ja so ultraschall, also verschweißt, ne? Sind die auch verklebt oder was ich kann. Und man muss sie aufbrechen und da sind nur die Kontakte oxidiert. Wenn man da die Kontakte irgendwie, also das Modell ist scheiße eigentlich, weil die LED hält ewig, hält 100 Jahre und das ist ja nur so eine ganz dünne Platine. Und ich habe jetzt bei meinen ganzen Mieträdern sind die ja nun mal verbaut, wa? Du musst die aufbrechen, musst die Kontakte wieder zurechtbiegen. Die, da wo die Kabel reinkommen oder was? Nein, nein, das ist alles in Ordnung. Da wo die Kabel reinkommen, diese Kontakte gehen ja weiter ins, sind ja so Metallplättchen und die gehen dann als Kontakt gehen wir nur auf die Platine. Jetzt aber nicht verlötet miteinander, sondern nur ein. Ach so. So ein, wie so ein. Ja, Fehler ist es halt nicht, weil es ist einfach nur dieses Blech. Und bei den Kopfsteinpflasterstrecken hier, du fährst, dadurch wird das Blech dann irgendwann geht so auseinander und hat keinen Kontakt mehr einfach. Und du kommst da nicht drin, weil du das ja auseinanderbrechen müsstest, kaputt machen, um es ganz zu machen. Ja. So. Und die sind nacheinander alle ausgefallen, immer wieder. Und das ist so nervig. Ja, also biegst du das nach und so, dann ist das in Ordnung. Erstmal für eine Weile musst du mit Kabelbindern dann wieder zumachen und kannst dann immer wieder ran und das machen. Ja, natürlich, das ist nicht im Sinne des Verkaufes oder so, aber das ist ja ärgerlich, weil die Leute sich hier aufmachen. Ja, oh, hey, das Ding ist gerade mal 3 Monate alt oder 2 Monate und das Rücklicht ist kaputt. Wie kann das sein? Ist doch LED. Das ist ja nun mal so. Genau. Das ist es. Ganz einfach. Gibt's ja, da hat sich bis jetzt noch keiner. Die meisten, die das haben. Unseren Rädern, die bauen ja und reklamieren die und kriegen dafür von AXA und Hammerbund mit von uns, weil wir das Slim eigentlich so gar nicht im Programm haben, weißt du? Die kriegst du von uns so ein AXA, was sind die, der heißt, Hammerbund. Ja, aber es ist ein Konstruktionsfehler. Ja, richtig. Das aber ist ein minimaler. Haben, aber minimaler. Die haben schon, die kriegen die von uns auch zurück, AXA. Also, das heißt, die wissen schon, dass da vermehrt Ausfälle sind bei den Dingen. Ja, also. Ah, das ist ja. Das ist das Schöne auch noch. Na ja, klar, das ist viel teurer, ja. Ja, aber das ist einfach konstruiert. Vor allem ist es ein abgeschlossener Mechanismus und du hast nur die 2 Kabel, die rausgehen. Könnte maximal einen Kabelbruch geben. Gab es da schon Probleme? So lange gibt es ja auch nicht. Seit einem Jahr, oder? Naja. Aber ich brauche ja was, was dann noch eine Weile hält. Naja, und die Räder, die neuen Räder, sind ja alle, also sind ja wirklich alle nur Kropfform montiert, wa? Da ist ja keins irgendwie fahrbereit, wenn es kommt. Muss ja jeder Schraube nachgezogen werden, alle, ne? Ja? Okay. Welche denn? Achso, oder was? Oder mal die Fahne. Die Fahne, Okay. Also das muss man auch machen. Das hat sie auch noch nicht erlebt. Naja, gut. Mit den Tretlagern. Ja, naja, das ist das Problem, ja, mit Tretlagern. Man fällt jetzt ja eine größere Sache. Das andere, ja, aber man merkt das auch, das wird ja alles nur so... So lutschig an jetzt. Ja, aber gut, ich meine, das ist, da kannst du jetzt nicht erwarten, dass die richtig montiert sind. Deshalb ist ja alles richtig, ich sag's groß, ja nur. Großhandelsware sozusagen. Ne? Ich sag's ja nur. Ich weiß. Plus Tretlager ist halt schon ein. Nee, das muss schon. Das sollte schon. Zumal du ja auch nur korrekt festziehen kannst, wenn du die linke Seite erstmal ein bisschen löst und dann die rechte anknallst. Und dann genau, du musst beide Seiten abbauen. Genau. Beide Seiten abbauen, die montieren, um die eine lösen und die andere genau. Richtig fest und die andere dann. Genau. Gegenkontakt. Ja. Wie lange habt ihr denn schon diese Reparaturlager im Programm? Noch nicht lange. Jetzt gerade ist irgendwann. Das ist total witzig gewesen. Ich habe eine Frau weggeschickt. Ich habe eine Frau weggeschickt. Also da habe ich das Rad auseinandergenommen und versucht, dieses Lager zu retten. Da war diese Tretlager im Arsch. Und ich sage, ey, soweit ich weiß, gibt es da keine Lösung. Du kannst das einkleben oder irgendwas. Früher mal, hatte, ne? Die hatte gerade, naja, die hatte gerade irgendwie in London restaurieren, aufbauen lassen für 500 Pfund, das Rad. Ja? Und
Ja, dann war das im Arsch. Und die hat fast die erhöht. Ich sag, ey, du, ich kann ja nicht dafür. Ich meine, die ist das gefahren, bis die Schale rausgekommen ist. Ja. Das war vorher schon scheiße. Die haben sie sandstrahlt, wahrscheinlich die Winde mit die sandstrahlt, dadurch war die Winde im Arsch. Ja, dann fangen wir an. Hat sie erhöht, das Rad mitgenommen. Ja, naja, einkleben kannst du vielleicht noch die Schale, aber das hält dann auch nur in den Lager liegen und dann ist es weg. Und ich gucke da drin und ich habe Reparatur im Lager. Da dachte ich mir, kann doch nicht wahr sein. Die hat sich ein Loch in den Arsch gefreut, wenn ihr das so hingestellt hätte. Habe ich mal ausprobiert, das Lager. Jetzt war eben so betreut. War die Winde ganz, bloß ich habe es trotzdem ausprobiert, eingebaut. Das ist total simpel. Also. Das finde ich eine sinnvolle Sache. Ja. Ich auch mal gesagt habe. Ja, finde ich auch. Ja. Und der nicht genommen, das ist nicht teuer eigentlich. Ne? Was kostet die im Verkauf? 15. Im Verkauf? Ja, oder? Ich glaube, die sind recht günstig im Einkauf. Das habe ich jetzt angeguckt. Ich würde es. Also, im Lager kann man nochmal. Ja, ich finde die super. Ja. Ja. Kam einen Tag zu spät. Es kam exakt einen Tag zu spät. Dann so, kann doch nicht wahr sein. Die habe ich doch vorher nicht gesehen. In dem, ja, ich muss nee. Da jetzt gerade rennen nochmal. Vielleicht seit einem Monat oder was? Die sind noch nicht so lange dran. Oh Gott, das ist. Ja, das ist das. Und was ihr nicht habt, was ich gestern gebraucht habe, mir auch geärgert, die haben. 5 Bilder davon habt ihr da abgebildet, aber nicht eins lieferbar. Ventilverlängerung, ganz weit ganz besippelt. Für französische Ventilverlängerung. Sind die nur noch nicht lieferbar oder in den nächsten Tagen lieferbar? Oder ist das der? Ja, wir dafür so viele verschiedene? Ja, na, die sind eng wahrscheinlich. Also ich habe eigentlich Ventilverlängerung. Okay. Erscheinen dann, wenn man Ventilverlängerung eingibt, erscheinen dann 5 Bilder. Und alle rot. Oder bitte? Alles rot, ja, ja. Von Schweibe. Habt ihr die? Achso, ne, wir haben auch noch von. Ja, Token. Wahrscheinlich. Ne, die Token gibt es eigentlich ohne welche. Ich habe hier so eine Frau, die hat einen 20 Zoll Rad mit Hochflanschwellen. Da gibt es ja nur bei euch diesen Schwalbe-Schlauch, den habe ich schon bestellt heute. Mit französischem Ventil, aber eben nur 32 mm, ich brauche aber 60. Also ich 65 ist das, ne, von Schwalbe. Die Ventilverlängerung. Na, oder 40, glaube ich, habt ihr auch noch? Oder 30 oder sowas. Ja, 30 würde ja reichen quasi, dann bin ich ja auf 32 habe ich. Ach so, meinst du, dass er die Gesamtlänge haben muss? Ah, okay. Oder ist das, das weiß ich eben ohne, ist das schon die reine Ventilverlängerungslänge? Ne? Ist aber für Tube, nee, das ist für Tubeless, ne? Also nee, nicht Tubeless. Nicht der, nicht. Der ist ja auch low lieferbar. Genau. Die meinst du? Genau. Genau. Hier steht auch für Tubeless Ventile, aber. Okay. Ist auch bei jedem. Naja, aber. Hä? Ist naja, doch eine Schraube. Das normale, übergeschraubt ja. Über das andere. Das vorventiert. Das ist so, dass ich diese Verlängerung in München, Hindeburg und auch die lange haben die anderen, wir nicht. Ja. Das ist halt die Frage, wie viel du bräuchtest. Naja, zwei Stück. Naja, ein Set. Ein paar. Ne? Das ist hier auch die brauche ich ja nie wieder. Also sie will auch nicht noch mehr mitnehmen, weil ich nach Öland auswandert, das Rad aber mitnehmen will und vorher das Jahr nicht ganz hätte. Ja, die kommt wieder rein, ja, sag mal. Aber es hat Zeit nicht. Also nicht also bei uns in Hoppergarten, ja. Ist nicht absehbar. Naja, das könnt ihr gucken, wann das wieder bestellt ist. Ja, es ist jetzt eine Woche weg, also innerhalb dieser Zeit muss ich es repariert haben. Innerhalb der quasi jetzt nächste Woche muss ich es repariert haben. Da ja. Gibt es halt noch von Vittoria hier, aber die sind scheinbar auch nicht mehr. Die kommen wahrscheinlich auch nicht mehr in den Leben, glaube ich. Das kennen wir doch, aber manche Sachen. Selten, ja. Weil die meisten dann lieber erneut sich halt dann halt erneut einen Schlauch einbauen mit einem Ventil. Na, den gibt's doch gar nicht. Was denn?
Ein 20 Zoll Schlauch mit einem langen Ventil. Ach so, ich habe nicht zugehört. Ja, 20 Zoll. 20 Zoll ja. Schlauch, ja, okay. Mit dem, da musst du die Ventilverlängerung geben. Ja, okay, verstehe. Das ist das Problem an der Sache. Ja, genau. Klar, ich habe ja zwei neue Schläuche bestellt von euch, diese Schwalbe-Dinger. Mhm. Und dann gibt es eine Continental, meinte der Hersteller von dem Rad, Continental Ventilverlängerung. Mhm. Das ist ja nur eine Kleinigkeit, aber wenn du schon mal da bist. Ja, das ist immer ein Kicker, genau. Hi. It's ready? No. No? Ja. Yeah? Ah. Sorry. No problem! Danke. Nema problema! Hi! My problem. Ja, now it's your problem. No, yeah. It's okay. So. Finished. Finish it. But the tire is. The what? Very, very bad. Old and bad. Jeez. And very bad condition. Okay, only one month, yeah. And after that. Only one month, and then you throw it away. Yeah, yeah, exactly. You can give it for free for suicide people. No. Will be good for a month, maybe. Good for? 1 month. 1 month. Yeah, 1 month. Maybe one day. So, what? No, don't say one day. Yeah. Please, 1 month. Give me fast 16 and then. Take care. My cousin has to take care. Yeah, yeah, sure. My bike is the other. Yeah, I know. You have a nice bike, no? Thank you. Because you fix it. Yeah. But this one is only a little bit. So, look. A look alike. Look yeah. Like a bike. Yes. Okay. Okay, I hope my cousin. You love your cousin? Yeah? Yes. Okay. So. Okay, ciao. Thank you. Total Schrottrad heute Morgen gekommen. Hey, mein Cousin kommt für einen Monat und der muss das Rad fahren. Da habe ich schon gemeint, uiuiui, ist aber nicht sehr nett von dir. Das ist wirklich Müll. Müll. Seit Bremsen musst du machen, komplett. Dein Steuersatz, alles locker, alles rossig, der ganze Rahmen schwingt wie Sau. Ah, please, only the flat tire. Okay, ja. Und dann nimmst du den Reifen runter und ich weiß ja nicht, das ist ja vielleicht, wenn bei Privatrad wird sowas nicht vorkommen, aber ich meine, vielleicht hast du es schon mal gesehen irgendwo, du nimmst den Reifen runter und dann fällt so die Hälfte vom Gummi schon so ab, vom Rand so, alles so rostig und durchgesifft, verhärtet. Und du darfst keinen neuen Reifen aufbauen, weil. Kein Geld. 16 Euro zusammengekratzt. Was zu sagen? Unglaublich. Das ist ein bisschen doof. Ja, so ist das hier. Naja, gut. Nicht jeder hat hier sowas. Richtig. Das ist hier schon Sahne. Ja, sowas schraube, dann muss ich mir quasi Handschuhe anziehen, nicht um mich zu schützen, sondern um den Rad zu schützen. Ja, nee, kommt nicht drin, also muss ich offen. Ich kann jetzt nicht gucken, weil ich habe ja auch keinen Empfang hier mit meinem Handy. Das ist ja echt Bunker. Nee, dann mache ich das, dann stelle ich das über. Okay. Nee, sonst fällt mir nicht ein. Dann müssen wir mal messen am 15. bis 17. September. Hatte ich viel Spaß. Ist nicht da? Ich bin noch nie da. Na, warum nicht? Kannst du mal vorbeikommen. Was ist denn das für ein Tag? Das sind 3 Tage. Du kannst ja einen aussuchen. Freitag, Sonntag und Sonntag. Sonntag ist Familie und ist Freitag, Samstag bin ich da offen bis 21. Unser Haus ist komplett okay. Mann, ich habe hier Pflegeprogramm rund um die Uhr. Taubstumme haben wir hier. Wir haben hier psychische Störte. Wir haben hier Leute mit Drogen. Ist der nicht bei dir oder was? Weil der ist ja auch manchmal in einem anderen Fahrrad. Ja, der hat hier bei dem. Bei Adi. Ja, der meinte, das hat ihm auch total irgendwie ausgenutzt. Ja, kann sein. 15 Euro am Tag und so eine Scheiße, wa?
Ja, ja, er sagte. Er hätte gesagt, hast du ihn arbeiten sehen. Und wie gesagt, 15 Euro am Tag, manchmal 10 Euro am Tag. Und die haben die Aufträge dahin gestellt. Und bei mir muss er nicht arbeiten hier. Hier ist er nur freiwillig. Schraubt dann seinen eigenen Rädern rum, geht da seinem Hobby nach, da sein BMX-Zeug und so. Aber man versteht sich halt. Das ist so. Aber wisst ihr, ich hab dir nicht nur wie ihn, Vollfern, der dauernd ganz einsamer Rentner. Das trifft sich alle so. Das ist so. Und dann eben die Leute, die auch wirklich Probleme haben. Also Geld, Drogen, was weiß ich. Wie kann man das hier? Sozialauffangstation ist das hier. Ja. Kannst du mal beim Senat einen Förderantrag einreichen? Weißt du, ich habe schon mit einer Psychologin hier gesprochen, die wohnt auch hier. Und die meinte, was ich hier mache, ich könnte in die Schützen Raum beantragen, die Wunde zu erfördern. Eigentlich sage ich, aber ich will nicht. Dann kommen sie wieder, das ist dann wieder alle so, nee, so komisch. Fitnessstudio hier unten drin, habe ich einen, der nur trainieren kommt hier immer. Mhm. Das ist ja gut, richtig. Schönes Wochenende. Gleichfalls. So, alle Gute. Ebenso, wa? Bis demnächst. Ja, bis dann. Bis zur Hausmesse, komm mal vorbei. Guck dir das mal an bei uns. Also, du siehst ja, wie das aussieht. Ich weiß, wie das aussieht. Ich bin aber groß geworden. Da war dein Kind noch ganz klein. Und jetzt läuft das schon ein bisschen. Naja, schon Ware abholen, ja. Bestellung, aber nicht, du musst es vorher bestellen, kannst du dann abholen. Kannst du vielleicht auch mal im Ausnahmefall mit dem Kollegen noch mal zum Lager gehen oder so. Aber das gibt's nicht mehr. Ruhe durchgehen mit dem Wagen. Machen wir nur gerne. Warum Messe. Macht ihr das nicht mehr? Echt? Naja, das kann ich nicht kontrollieren kann, aber während der Messe macht man das. Okay. Da kann man nicht machen. Ja, das fand ich eigentlich auch nicht so schlecht, aber man hat Zeit verloren. Wir sollten hier hinstellen. Und dann machst du früher als vielleicht ein bisschen später auch vor oder so. Dann machst du auch einen. Für Leute. Für Leute hoch. Ja, das war das. Minimum. Ja, aber willst du hinstellen? Ja, jetzt schon, wie viele Jahre? Sieben? Okay. Ja, bis dann, ciao. Ja, ein Bekannter, das ist der Salesman von BBF. Wie nennt man das? Vertreter. Aha, jetzt kommt Annette. Wer? Annette. Welche Annette? Die Pläne mit dem ist ja nicht mit dem Dackel. Von meinem Ufer. Ich muss was fragen. Du bist kein Chef hier und bist da. Er kann nicht reden und nicht hören, deswegen ist Fragen schwierig bei ihm. Auch nicht Lippen lesen? Geht ja, nicht so gut. Ich bin halt auch ein bisschen gehbehindert, deswegen frage ich gerade vorher, deswegen. Weil ich wollte bloß eine Schaltkette. Wie hast du denn? Sieben? Aber das ist, ich stelle die eh noch ein. Den Umwerfer habe ich schon, ich wollte bloß, wie viel kosten die? Ich hätte 25 Euro kosten. Verschiedene Qualitäten, die haben nur ab der mittleren Qualität, nicht diese einfachen. Und da mal ganz im Ernst. Also sei mir nicht böse, aber das ist einfach ein Preise, da ist kein Problem. Da muss ich dann doch woanders hingehen. Na mach doch nicht, weil wenn der Oder nicht mal vorschieben ist, von wem? Na, von dem Hersteller. Der gibt ja verschiedene Qualitäten, aber die will ich jetzt ruhig gar nicht anbieten, wenn ich da immer drin trinke und die Reis beim Anfassen auf die Höhe fühle. Bis wir dann bringen, dann habe ich das hier. Es gibt schon Unterschiede. Wenn ich mich da raufsetze, dann muss ich. Na, auf alle Fälle.
Na gut, ich mach mal wenigstens das auf dem anderen, dass es hier was zu sehen gibt, statt wenn schon hier nichts zu sehen gibt, auf dem, in dieser Position, in der hier, von da aus gibt es ja nichts zu sehen. So. Robert, bis später. Wolfgang, bis später. Wir sehen uns. Ja, wenn Sie reden, komme ich dann mal vorbei. Ja. Bin dann zu regnen. Ach so. Ja, ja. Ja, muss ja einräumen. Ach, ja, mein Kinder. Hey. Mann, du willst ja schon richtig. Ja, das üben wir fleißig. Ja. Hallo. Mama weg. Genau. Schrei den nicht so an. Ja, ja. Nee. Wenn es da nicht ist. Wenn es da nicht ist, dann haben wir es nicht. Naja, also hier muss eigentlich noch aufgeräumt werden. Das mache ich dann nachher, setze ich mich hier still in die Ecke und sortiere die Räder. Ah, Glasmurmeln. Glasmurmeln. Also hier habe ich so ein bisschen aufgeräumt. Der Wagen muss hier noch weg eigentlich. Der ist natürlich nicht, ja. Das ist nicht vorgesehen, dass er hier steht, der Wagen. Aber ansonsten war ja schön, ja, ist richtig frei, richtig Platz. Ja, also hier kommt man rein, kann man sitzen, wunderbar. Das war vorhin so alles so zugeballert, unglaublich. Naja, geht ja auch schnell, das ist ein kleiner Laden eigentlich. Also das ist eigentlich ein großer Laden, aber mit so vielen Fahrrädern drin ist es dann ein recht kleiner Laden am Ende. Jo, da sitzt der Teddy auf dem gepackten Koffer, war hier und winkt und wartet auf jemanden, der ihn kauft. Da läuft der Stream immer noch drei Zuschauer, tut mir echt leid, weil manchmal ist vorne nicht viel zu sehen, nicht viel los, nicht, was man dem bieten kann. Der kleine Rad hier, ja, das kam zur Reparatur, da fehlt mir die Ventilverlängerung, haben wir ja gesehen. Ich habe mir gefragt, den Mann von BBF, das ist der Mann, den man fragen muss, wenn man was haben will. Aber der kann auch nicht sagen, wann das kommt. Deswegen muss ich es wohl im freien Markt, auf dem freien Markt bestellen. Das ist ja auch kein Problem heutzutage. Im Gegenteil, wird es ja noch günstiger. Kunden, weil ich verdiene daran dann gar nichts. Nee, wird teurer wahrscheinlich. Ah, es wird sogar teurer für den Kunden. Ah. Na, dann fange ich jetzt mal an. Ich nehme mal einen Besen mit. Ich nehme einen Besen mit, wenn ich weiß, wo der Besen ist. Und hier mit Schipperoni da. Hä? Besen. Doch. Jetzt mache ich dann hinten. Und dann mache ich hinten. Sauber. Was ich gestern freigeräumt habe, indem ich Räder verschenkt habe, den Platz muss ich ja auch nutzen. Das habe ich ja nicht einfach so gemacht, weil ich Selbstmörder bin, sondern ich muss den Platz halt nutzen. Ich brauche diesen Raum.
Das ist aber eine schöne große Mogel. Okay, zur Auswahl steht. Hier kommen die ganzen alten Räder auf alle Fälle hin. Ja, hier. Also zur Auswahl steht nämlich dieses hier mit selber basteln und sich selber schön machen. Kostet 60 Euro. Das ist eine alte Mobile. Miele. Schöne Lampe. Der alte Sattel ist verschlissen. Schriftzug hinten auf dem Blech, kaum noch da. Reifen müssen neu. Tretlerreifen ist okay.
Kette okay, Räder okay, überarbeitungsbedürftig, aber okay. Also man muss sie entrosten ein wenig. Kostet 60 Euro. Und wenn das nur für den Rahmen ist und Steuerkopfschild, ich meinetwegen, ja. Aber die Narbe ist eigentlich okay. Also, man tritt rein, man bremst, man tritt rein, hat Vortrieb, man bremst, sie bremst. Also ist ein grundsolides Modell, 60 Euro, selber basteln. Wird in einem Jahr noch hier stehen. Auch seine Siedlung, die man. Video. Ja, eben die ganzen anderen Räder hier, die müssen aufgebaut werden. Die sind aufgebaut worden schon. Die haben natürlich einen ganz anderen Preis. Sind dann so eher bei 400 bis 600 Euro. Kann man sich ja aussuchen. Ja, selber bauen oder 400, 600 Euro. Und das ist schon fertig. Kommt am Ende etwa auch selber bei raus wahrscheinlich. Also man will es einfach nur verarbeiten machen, dann kommt man natürlich auch günstiger damit hin. So, jetzt brauche ich erstmal nur einen Kamerahalter. Vorbereitete 24er Klappbrett. Da muss noch einige dran gemacht werden. Da ist übrigens eine Jetnarbe drin, das wird jemand sehr freuen. Ist geputzt, poliert, neue Gabel ist drin. Ja, das muss aufgebaut werden. Vielleicht mache ich das als nächstes Projekt, dass ich dieses Rad aufbaue. So viele Räder noch zu bauen, ist ja nicht mehr wohin.
letzte Mal. Thorsten kriegt die Krise mit irgendwas da draußen. Dann will ich mal gucken gehen. Nur die alten. Alt. Die alten. Die Reihe. Die Reihe. Ja, ja, ist ja sauber. Ist sauber. Ist okay. Ist geputzt. Alles sauber. So. Wir sind alle alt, alle geputzt. Das. Das hier und die Hand. Aber erst das. Erst Thorsten, dann Icke, wie immer war. Erst der Thorsten, dann das Vergnügen. Naja. So, jetzt aber, Mann, überall der Müll rum, ey. Kassenmüll. Thorsten und seine Zitriererei. Erstmal einen Schnellspanner holen.
der Schüssel. Schnell, Spanner. Winter wieder, wenn es kühl ist, dann gibt es hier den Kaminstream wieder. Wir sitzen vor dem Kamin. Nach Gaulus werden. Schon was gemacht. Ich hoffe, das haben wir jetzt schon in der Hand hier. 10, 20, 30, 40, 50 Euro. Den muss ich ja zurückgeben. Ey, gib dir mir 10 Euro. Ja, gib dir. Wollen wir mal vorstellen, ey. Ich schraube einen Sattel von links nach rechts für einen Jungen. Für den Bengel, eigentlich für seine Mutter. Seine Mutter hat ihn geschickt. Ja, aber trotzdem, die hat er gestern hier, hat den Auftrag gegeben. Lässt den Sattel umschrauben. Und dann gibt er mir, will er mir 10 Euro geben. Ich sage, nein, auf gar keinen Fall, nehme ich nicht an. Will ich nicht haben. Hab mich richtig mit ihm gestritten. Der wollte mir die Partout geben. Ja, hier, hier, hier. Steht ja überhaupt in der Relation. Ich schraube den Sattel von einer Seite zur anderen, von einer Sattelschütze auf die andere Sattelschütze. Also, wenn ein anderer Fahrradladen vielleicht, ja, was weiß ich, aber ist für mich, sage ich, nee, ich will nichts dafür, ich will nichts. Und der lässt den locker. Er sagt, nein, auf gar keinen Fall, steckst du das ein, ich bin schon sauer geworden auf ihn. Ja? Ja, Ende vom Lied ist, dass er dann beim Losfahren mir die Zähne auf den Tisch geschmissen hat und losgefahren ist, abgehauen ist. Andere Leute schicken nicht 3, 4, 5 Mal in den Keller runter, sagen, hast du noch das Werkzeug, hast du noch da die Schraube, hast du noch da die Mutter, ja. Und dann am Ende stehst du da, danke, tschüss. Das ist so ungerecht. Na, hat dann 10er gut, hat den 10er gut, kriegst du das nächste Mal wieder. Wenn er 7er da ist, sag hier. Na, wie auch immer. Wenn da mal einer was bezahlt, ist auch wieder nicht richtig. Ja, doch schon, aber es müssten die richtigen Leute sein, die so was bezahlen. Es müssten die Leute sein, die wirklich normalerweise alle denken, jetzt alles umsonst. Der jetzt hier alle blau, ey. Ui.
Na, wo ist er denn jetzt? So, jetzt muss ich weitermachen. So, das ist die Reihe hier. Miele, wie gesagt, zum Selberbauen, Vaterland von 1952. Kein Haken. Habe ich nicht da zum Festschrauben. Chemnitzia. Ja, du warte doch mal ab. Pack's auf. Mann, ich muss doch mal was zum Ende machen. Ist doch alles jetzt Kakerlake. Das hab ich. So, jetzt aber. Chemnitzia. Baujahr 37, ein Wanderer vom Baujahr 1936. Willi Schönbraun. Charlottenburg. Ja, Westerheide gehört da nicht mit rein. Schweizer Militärrad von 1981. Presto aus den 30er Jahren. Ein, ja, jeder erkennt's. Ich hab's gerade vergessen. Rad. Petersen. Mensch. Und Petersen. Reinhardt, müsste auch 30er Jahre sein, Diamant,
den 50er Jahren, 60er Jahren, 50er Jahren, ein Bauer, 50er, 60er Jahre und dein Vaterland ist noch ein Dürko. Die alten Räder wieder haben, die alten Räder. Und der Dorf ist schon wieder rabattiert. Das muss halt mit Bedacht erfolgen. Mit halt schnell, schnell machen, das geht natürlich nicht. Schnell, schnell geht nicht. Schnell, schnell ist auch nicht immer gut. Ja, weil das sieht hier hinten schon viel besser aus. Luftiger. Selbstanfertigung. So, jetzt geht nach vorne. Schauen wir zur Folie hinten. Keiner gekommen. 100%ig keiner war gewesen. Das war gut für das ganze Ding. So? So? Aber es ist nicht viel. 80. 80, 80 Euro. Thank you.
Ja, ha? Verwertung. Ab weg. Auf. Weg, weg, weg. Ist tot. Deswegen ab, ab. 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 Der ist neu. 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 Deswegen müssen wir das alles schrotten. Immer komplett schrotten. Wird schnell gemacht. Lucky Zucky. Das ist vielleicht gut. Ja, ich habe keinen Platz dafür. Hier. Funktioniert. Das ist schon wieder eins. Ein Artikel mehr. Ersatzteil haben wir. Wieder mit rausgenommen? Draußen? Ja, da kann man hier reinkommen, klar. Ist er noch? Ja, ich weiß, nicht mehr lange, ich weiß. Nee, mach den. Warum nimmst du die Steckschlüssel? Da.
wo die Stelle, diese, diese scheiß Felge. Nicht in dem Rand. Das ist okay. Ja, aber es ist zu billig, zu billig. Das ist scheiße. Qualität. Thank you.
Lass sie dran. Ja, aber ich hab. Aber ich hab. Da, Kiste voll. Den hier. Keiner kommt. Macht keiner. Gut, bloß nicht aussagen. Nee, da, da ist hier drum. Ja, sieht aus wie Fischeier. Das ist gut. Das ist gut, Fahrrad. Aber brauchen wir. Scheiße.
Räderschlachten. So. Schrotti. Stevens ist nur noch Schrott, leider. Sattelstütze hält nicht mehr raus.
schon seit einem Jahr oder so. Und ja, deswegen wird es geschrottet. Aber was brauchbar ist, wird verwertet. Also alles. Das ist kaputt. Das Kohl wird nicht abgemacht, weil er total verrostet weiß. Und auch schon verschlissen. Raus, halt raus. Oh. Luftpumpe. Wird langsam. Kaputt. Naja, mach ich jetzt raus. Ja, korrekt, korrekt. Thank you.
Darfst du? Nee, die kriegst du nicht ab. Ups, ups. Hallo. Hallo. Ja, bitte. Ich bin zum Abholen gekommen. Das hier. Das ist da vorne mit der Kette gewesen. Stevens. Genau. Ja, alles gut. Ja? Schick. Jetzt fährt es wunderbar. 35 Euro. Okay. Soll ich den? Nee, ich mach den. Ah. Ich mach den. Okay. Du erst mal ein bisschen. Wie viel hat das Material gekostet? Wie bitte? Wie viel hat das Material gekostet? Was? Das Material. Das Material. Einmal 16 Euro und einmal 16 Euro und einmal 5 Euro. Ah, okay. Nee, was ist so? Erstmal haben gedacht, das ist unter. Weißt du, was ich. So wenig ist. Wie du hast gestern 40 gesagt, das ist gut. Ist gut. Finde ich gut. Ja, ja, das ist ja die Arbeit. Nee, also was nur, ich dachte, das ist vielleicht von der Ersatzteile schon so. Von so teuer. Nee, 35 ist ja nicht teuer. Nee? 35? Beziehungsweise so günstig. Ja, was denn? Ja, warte. Ja, was denn? Für mich hat sich erstmal in der Klinik angehört, das wollte ich sagen. Naja, es ist wenig. Ja. Klar, aber Ketten gibt es auch noch günstiger, bloß die sind Müll. Also wenigstens eine Kette, wo man so ein bisschen Vertrauen hat. Das stimmt. Jetzt Stevens? Ja, aber fährt gut. Also hinten super, ist... Super, super. Da freue ich mich schon jetzt, da suchen wir nicht los. Hinten ist halt neu. Mit Alter habe ich jetzt im Müll geschmissen. Ne? Und die Kette ist neu. Ach, die ist noch ein bisschen dicker, ne? Oder was? Ja, die ist stabiler. Die ist stabiler, ja. Okay. Tja, muss man mal ganz gerne probieren. Alles klar. Und du meinst, also vorne braucht man nichts machen, ne? Hast du gesagt. Jetzt ist wunderbar. Ja. Also wie gesagt, du kannst ja probieren. Oder? Meinst du, ich soll das vorne auch noch machen? Nee, dann mach ich das vorne auch weit vorne. Ja. Kettenblatt kann entweder 25 Euro kosten, also Material, 25 Euro oder 55 Euro. Es gibt zwei Qualitäten da. Ein Blatt. Okay. Also nur das Blatt, ne, wird dann getauscht werden. Und dann wird es noch umgeschraubt. Ich schaue erstmal, da kann ich ja nochmal auf dich zukommen. Aber erstmal die 35, ne? Ist genug. Und danke dann, ja. Ja, bitte, kein Problem. Alles Gute. Jo, dann schönen Abend. Dir auch. Ja, ciao, ciao. Ciao, ciao. Du meinst, ich muss noch das Lenkrad anziehen wahrscheinlich. Oder hast du nicht was da gemacht? Ach so, Lenker, genau. Das wollte ich noch machen, aber halt noch nicht. Aber hier, zieh den mal kurz fest. Ja. Den kurzen verwenden. Nein. Nicht das. Ach, das hier, ne? Nein, auch nicht das. Nein, hier vorne. Ach, nee. Das ist okay. Die sind zu groß. Aha, okay. Über Kreuz festziehen. Den verwenden. Mhm. Ja. Hier, Knie. Aufpassen, aufpassen, aufpassen immer. Arbeitsschutzbelehrung. Ist nur so ein bisschen, weil du dir arbeitet hast. Hunger? Der Kollege hat Hunger. Schönen Abend noch. Gut, bis dann. Ciao. Ja? Du hast eine gute Frage. Ja. Ah. Ach, sie wartet? Ja. Ah. Angst vorm Herd. Willst du die essen? Willst du die essen? Du willst sie essen. Oh, jetzt ist der Osten geklaut.
richtig rum irgendwo steht. Er will es nicht kaputt machen. So, gut, das haben wir. Thorsten klaut Chips meiner Tochter. So, das haben wir ausgeschlachtet. Das war's. Mehr ist nicht zu retten. Einmal hier. Das kommt in die. Das kommt hier hinten in die. Ach Gott. Und das kommt in die. Überall gibt es hier was. Das kommt dahin.
noch in der Gabel. Mal. Na, ist er ja. Wenn man nicht alles alleine macht. Ah. Ist alt. Ja, aber teure Felge, teuer, teuer. Alles neu. Ist neu. Ja, aber die ist teuer, teuer. Ist 26. Das ist klein.